Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im zweiten Eisbären Live-Vlog hier vom Eisbären-Auswärtstrip zu den Spielen nach Nürnberg und auch Straubing. Wir sind in der Arena Nürnberger Versicherung und das Training der Eisbären am heutigen Freitag steht bevor. Nach den zwei Punkten gestern hat Coach Serge Aubin entschieden, oh, jetzt muss man ja hier auch ein bisschen aufpassen, nicht wahr? Dass es nur ein Training für die Spieler sein wird, die gestern nicht oder wenig gespielt haben. Deshalb haben wir heute nur Maximilian Franz Repp, Lukas Reichel, Fabian Dietz und Konstantin Braun hier in der Kabine. Und die werden mit den drei Coaches aufs Eis gehen und so eine gute halbe Stunde so ein bisschen Eistraining machen. Gerade laufen die Vorbereitungen von den Jungs. Und wir gucken einfach mal hier in die Eisbärenkabine in der Arena Nürnberger Versicherung. Natürlich sind die beiden Betreuer des Teams auch da, Dirk Perschau und Olli Lange. Und wie gesagt, alle drei Coaches, Craig Streu und Jerry Fleming. Und wie gesagt, auch Head Coach Serge Aubin. Was erwartest du vom heutigen Training? Ja, dass die Jungs ein paar Tore schießen für ihr Selbstvertrauen und ich ab und zu auch meinen Halt. Konstantin Braun, ist der ein schwerer Gegner auf dem Eis? Ah ja, ein bisschen was kann er schon. Und sag mal, den Move von Luki gestern, hättest du den vorausgesagt? Ja, ich kenne ihn ja mittlerweile schon, aber im Training macht er den nicht, muss man dazu sagen. Er macht ihn nur im Spiel, weil dann weiß es keiner und hat er super gemacht. Dizi hat gesagt, er arbeitet auch an einem speziellen Penalty-Move. Den hat er gestern im Warm-up schon probiert. Ist dir da was aufgefallen? Nö, außer dass er vielleicht daneben geschossen hat, nichts. Die Trainer, laufen die auch manchmal bei dir an? Wer ist denn da so gefährlich? Ah, der Greg hat schon viele Skills, aber beim Jerry muss ich sagen, ah, da müssen wir noch ein bisschen üben. Und der Coach, der Head Coach kann auch noch was. Alles klar. Hast du denn eigentlich noch im Tor gestanden, als Serge Aubin in Hamburg noch gespielt hat? Ja, unter ihm habe ich meine ersten DL-Minuten gesammelt. Aber als Trainer? Als Trainer, nicht als Spieler? Nee, da nicht mehr. Leider nicht. Habe ich bloß verpasst. Alles klar. Franzi, dann wünschen wir dir ein gutes Training, ja, und hoffen, dass du auch was für dein Selbstvertrauen tun kannst. Ah ja, das werden wir dann sehen. So, wir gucken noch mal kurz in die Trainerkabine da drüben. Kommt mal mit. Hier also bereiten sich die Eisbärentrainer vor und wir sind gespannt, was heute da draußen auf dem Eis passiert. Erstmal zurück ins Studio. Hallo liebe Eisbären-Fans, das kleine Training der Eisbären Berlin am Freitagvormittag ist beendet. Es gab zum Schluss noch ein 3-gegen-3-Spiel der Trainer gegen die Spieler und deshalb haben wir jetzt hier einen interessanten Interviewpartner, nämlich unseren Chefcoach Serge Aubin. Serge, how did the game go? I mean, the game here in practice. Not so good. Really well for our players. We had a tough time. It was fun. You know, we came out this morning, wanted to have a little fun, feel the ice, and now we know where we're not playing anymore because these guys were buzzing pretty good. Do you have to talk to Pershi about your skates? I do, actually. Well, I walked out behind the net. I did not know it's cement the whole way, so I walked on cement for about 100 meters there, and it didn't work for me, but it's all good. Okay, Serge, the game last night, 2 points we were able to get in Nürnberg. It was a tough game. Yeah, I thought, you know, both teams competed hard. We came out the way we wanted to. In the first period, I thought we should have been ahead. That being said, the game was 0-0. They scored the goal. Then we had to fight our way back. So a lot of big character win. It's not easy to win on the road then. The way the guys competed all the way throughout the game, I thought it was good. And, you know, we'll take those 2 points and keep moving forward. Who was your MVP last night? MVP, you almost got to give it to the game-winning goal, right? So, I don't know, like, everybody played well, but obviously Lucas' goal put us ahead. And, you know, we're happy for the kid and we need him, and it was good to see.
Who picked the shooters? We do collectively. But at the end of the day, I make the decision. And Lucas has been good, so there was no reason not to send him. One question, Sean Beckman had a tough hit against him. How is he doing? Yeah, Sean was a little shaken up there after the hit. He obviously lost track of things for a few minutes, but he went to the hospital. We checked him out. They checked him out, and he's doing better. So obviously he's not 100%. He's not where he should be, but he's back on his feet and was back with the team last night. So it's going to take a little time, but he's feeling better. Sash, danke schön. Danke schön. Das war also eine kurze Stimme von Serge Aubin hier direkt aus der Trainingshalle in der Arena Nürnberger Versicherung. Er ist ein bisschen unzufrieden mit seinem Spiel hier im Training, aber natürlich sehr zufrieden mit den zwei Punkten. Und damit gehen wir zurück ins Studio.